Humula, ich beschwöre die Sonne. Weil es hat gerade, jetzt gerade den Moment, wo wir anfangen wollen zu filmen, fängt es an zu regnen. Also es ist noch nicht dolle, es ist ein bisschen, als ob dich wer anspucken würde. Also falls hier ein paar Tropfen zu sehen sind, das ist nicht meine Spucke, sondern von da oben irgendjemand. Ja, willkommen zum neuen Video. Heute eine Zeitkapsel. Ein JZX90 hatte ich schon, also ich weiß gar nicht, ob ich zu APF-Zeiten einen hatte, ich glaube gar nicht, ich glaube, das ist mein erster. Sonst sind ja immer die 100er gefragt, also der typische Chaser Mark II, was man so kennt. Aber dieses ist ein Mark II JZX90, quasi der Vorgänger. Hat aber auch, also es ist ein Tura V, das heißt, er hat auch den 1JZ GTE, allerdings noch ohne VVTi. Ist bei vielen Driftern zum Beispiel beliebt zum Rumbasteln, in andere Autos reinklatschen und was man so halt für Späße kennt. Irgendjemand hat mir mal erklärt, dass es ein bisschen umständlich ist mit dem VVTi, deswegen wird gerne der Non-VVTi genommen. Ja, dieses Auto hier hat 35.000 Kilometer gelaufen, nachweislich. Kommt von einem unserer Lieblingshändler, Fuji Cars, das hatte ich ja schon angekündigt. Und der Zustand ist absolut Wahnsinn. Es ist, ja, Wahnsinn einfach, kann man nicht anders sagen. Aber es war auch dem Kunden sehr, sehr wichtig, dass das Auto wirklich einen absoluten Top-Zustand hat, weil der hat sich schon mal ein Auto importiert und ist damit voll auf die Fresse geflogen. Und deswegen haben wir drei, vier, fünffach das Auto gecheckt, bevor wir es gekauft haben. Aber nachdem er jetzt die Fotos erhalten hat, ist er auf jeden Fall ruhig, zufrieden und glücklich. Und so wie es aussieht, also es ist noch nicht raus. Ich sag mal, es ist aktuell zu 50-50. Kommt noch ein 90er jetzt dazu. Der ist ja wirklich komplett original. Ja. Bis auf das Lenkrad, obwohl ich dieses Mono-Lenkrad tatsächlich noch nie gesehen habe. Passt aber irgendwie ganz cool. Passt ganz cool, passt ganz gut. Und der andere 90er, der kommt, ist schon ein bisschen gemacht. Also Fahrwerk, Auspuffanlage, so der typische Schnarsel. Auch Automatik oder? Ja, ist auch in Automatik. Ja, also der Wagen hier ist ein Turbo-Automatik. War trotzdem recht, ich nenne es mal kostspielig, aber das ist halt dem Kilometer und dem Zustand zu verschulden. Verschulden vor allem. Ja, also als Automatik kriegt man die eigentlich schon in Anführungszeichen noch recht günstig, sofern er keine 35.000 Kilometer runter hat, sagen wir mal so. Wollen wir mal hineinschauen? Ja, bitte. Habe ich dich. Hier ist doch keiner drin. Ja, typisches Japan 90er Flair. Die Sitzmuster sind immer interessant bei den 90er Kisten, finde Ja. ich. Aber ich finde es nicht hässlich. Also soll jetzt nicht negativ sein, sondern positiv. Also mir ist mal wieder aufgefallen, wenn man sich in so einen alten Toyota hockt, jedenfalls geht es mir so, ich fühle mich sofort pudelwohl. Naja, mir geht es auch bei neuen Toyotas so. Also. Es ist verrückt, wie super sauber der ist. Ja? Wenn du hier mal diesen Aschmecher anguckst. Es ist, als ob den noch nie einer angefasst hat. Ja, ist Außer so. ich jetzt. Auch diese Einstiege und die Leisten und alles, das ist einfach Wahnsinn. Kann man ja auch, wie sich die Tür anfasst, ne? Das ist verrückt. Schauen wir mal nach vorne. Wir gehen zur anderen Seite. Der Geruch ist auch so typisch, dieses 90er. Ja. Das ist so. Auch das hier, diese Symbolik, was weiß ich, diese Anklebbuchstaben halt. Das sieht aus wie neu. Ja. Am Schlüsselloch keine Kratzspuren, nichts. Das ist unglaublich. Das wird uns sonst nur nerven. Ja, also der Automatikschaltknopf ist sehr hässlich. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht schönreden. Es ist einfach hässlich. Was aber auch an diesem Ding ist, das sieht aus wie gerade frisch installiert. Ja. Das ist absolut krass. Also das Lenkrad, wie gesagt, schon, also ich finde es schick. Ich habe es noch nie gesehen von Momo, so ein Lenkrad.
Natürlich habe ich schon viele Momolenkräder gesehen, aber dieses noch nicht. Ich weiß nicht, hast du schon mal so eins gesehen? Nee. Und auch hier vorne, ja, es ist. Es ist wirklich Wahnsinn, was dieser Zustand ist. So kann man gar nicht. Die Teppiche, dieses Emblem, was da eingestickt ist. Ja. Da ist nichts dran, als ob da noch nie einer draufgetreten hat. Ich höre mich gerade an wie die Oma bei Titanic. Noch nie hat jemand in den Betten geschlafen. Noch nie hat jemand vom Porzellan gegessen. Es ist 84 Jahre her. Mhm. Und dann schmeißt die blöde Pflaume auch den Klunker ins Wasser. Wir könnten jetzt anfangen, über Logik von dem Film zu sprechen, aber ich lasse mal das lieber. Komm zurück, komm zurück. Weißt du, dass viele, wenn sie darüber Jokes machen, fälschlicherweise denken, dass sie damit Jack meint? Dabei sagt sie das erst, wenn die von dem Boot mitbekommt, dass sie retten soll. Stimmt. Da sagt sie erst, komm zurück. Dann macht sie ja. Wir wollen uns aber jetzt nicht über den Film lustig machen. Ich mag den Film tatsächlich. Der Film ist echt gut. Zumal das ja auch zeitlich passt mit dem Untergang, genau diese 2 Stunden 14 oder was das ist. Ja, stimmt, glaube ich. Ja, also ich habe das selber mal erforscht und das ist wirklich so. Der Film geht ja über 3 Stunden und ab dem Zeitpunkt von diesem Crash bis zum Untergang ist es zeitlich genau wie historisch dokumentiert. Dass es natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders abgelaufen ist und dass da Kendrick und Rose rumgelaufen sind. Und ein Kamerateam, das ist wohl. Ja, zurück zum Thema. Die hat eine angenehme Höhe, weißt du das? Hier, DDK. Das stimmt. Ja, also du bist wieder gefahren und du hast ja was Lustiges gesagt, da wir noch nie den originalen ZX hatten, hast du zu mir gesagt. Du hast gesagt, es ist mal interessant zu wissen, wie Toyota sich das mit diesem Motor und der Fahrweise eigentlich gedacht hatte. Ruhig, komfortabel. Genau. Und nicht knallbumping. Ja, es ist halt immer wieder unglaublich, was ein JZ für eine Laufkultur hat. Das ist einfach nur ein schöner, angenehmer Motor. Kultur? Genau. Wollen wir uns den Motor mal anschauen? Ja, bitte. Beim letzten Video, da habe ich mich durch die ganze Quatscherei ein bisschen verzettelt. Wir hatten zum Beispiel gar nicht mal den Motorraum gezeigt oder dass der Kombi sehr viel Platz im Kofferraum hat. Das tut mir auch sehr leid, aber irgendwie bin ich davon abgekommen. So ist halt, wenn man im Flow ist, ne? Fritz hat mich verwirrt. Mit seinen psychokulten Augen. Nicht mit meinem pinken Gymnastikanzug? Ach ja, der war ja auch noch. Selbst die Dinger sehen auch echt top aus, ja? Und sie sind sogar fest. Was ja ganz oft der Fall ist, dass sie nicht mehr so schön fest sind. Ja. Und wenn JZX-Autos, also der Mark II hat die Dinger ja, wenn die das erste Mal deutsche Autobahn sehen, dann machen die gerne mal einen Abflug. Weil das ja nicht gedacht ist für, ich sag mal, alles, was über 120 km/h geht. Ja, kann man so sagen. Selbst das Emblem vom Mark II ist super. Ja, es gibt halt nichts, ja. Das ist alles nass. Oh, die halten sogar noch. Ja. Das ist nämlich eine Schwachstelle von Toyota. Da kann Importwerk ein Lied von singen. Es ist immer bei allen Autos von Importwerk, dass diese scheiß Dämpfer nicht mehr funktionieren. Das ist manchmal. Es ist schon echt witzig, wenn ein Auto von wie der Celsior, der ist auch wieder für Chris. Ja. Merkt man. Ja, ich wollte es gerade fragen, alles klar. Ich wusste nicht mehr, ob wir das schon besprochen hatten. Aber es ist irgendwie so ein Fluch bei ihm. Aber da dieses Auto nicht für ihn ist, sieht man ja, was dabei rauskommt. Ja, und es gibt hier zu sagen, es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Es ist der absolute Wahnsinn. Also. Es ist einfach nur krank. So sauber, unfassbar. Es ist alles, ja. Ich meine, selbst diese Schriftzüge und alles, das ist alles noch da und a Twin Turbo. Ja, sonst fängt ja hier das Alu langsam an, so weiß anzulaufen. Ja, die Schrift ist meistens nicht mehr zu lesen, vernünftig. Ja. Hinten diese ganzen Dinger da, es ist Wahnsinn einfach. Ich weiß gar nicht, was ich damit sagen soll. Außer schön. Einfach schön. Fast zu schade eigentlich, da irgendwas dran zu machen an dem Fahrzeug. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der eine AGA bekommt. Ja. Und diverse andere Parts, aber wie genau weiß ich. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Basis, also es gibt keine bessere Basis. Nee. Deswegen könnte man sich auch so irgendwo in eine Sammlung reinstellen. Apropos Sammlung, da habe ich noch einen kleinen Teaser. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ob es was wird, aber wir sind gerade dabei. Ich in Zusammenarbeit mit Redneck Garage, Grüße gehen raus, arbeiten manchmal zusammen. Was heißt manchmal? Also er hat manchmal Kunden und wickelt das dann bei uns ab. Und er hat jemanden, der
ein Auto für seine Sammlung sucht, ein Skyline tatsächlich. Und wir haben, ihm geht es eigentlich wirklich nur um das Auto selber, ihm sind die Kilometer egal, ihm ist eigentlich alles egal. Und er hat ein Auto gefunden mit 340.000 Kilometer auf der Uhr, 32 GTST. Okay. Der sieht aber scheiße sauber aus. Keine Ahnung. Also entweder passt da was mit der Laufleistung nicht im positiven Sinne, dass er weniger hat als angezeigt, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder der Typ hat mit seiner Unterhose das Auto sauber gemacht und danach wieder angezogen. Hast du Lust, einen Porn zu machen? Das war eine rhetorische Frage, als ob ich dir das freistellen würde. Was baut denn hier dein Opa eigentlich für einen komischen Zwinger-Club auf, sag mal? Oder sollst du da einziehen, dass du immer auf Abruf bist? Vielleicht auch das. Ich meine, das ist auch gut für mich, dann bist du gleich hier. Geh Porn machen. Mach ich. Ich gehe da rein. Wieder. Da rein. Sollen wir eigentlich die G-Klasse vorstellen? Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr das sehen? Ich bin mir unschlüssig. Eigentlich wollte ich ein Video machen, aber nicht, dass ihr wieder halt, Fernsehsicherheitsautos, schickt mal lieber die Autos raus. Wenn ihr Bock drauf habt, können wir den auch gerne vorstellen. Kein Problem. Kann ich mich schön drüber auslassen. Nein, an sich ist es ja ein cooles Auto. Das ist ja Wiedererkennungswert 110% auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man die Türen so auf und zu macht zum Beispiel. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr ein Video darüber? Wollt ihr keins? Liken, teilen, abonnieren, wie immer. Wir sehen uns beim nächsten Video, entweder darüber, je nachdem, was ihr schreibt, oder wir finden schon was anderes. Jetzt geht Promo machen. Bis zum nächsten Mal, euer Zoro-Team.